Guckuck und herzlich willkommen zurück bei Gothic 3, Götterdämmerung. So, wir haben in der letzten Folge hier Nemora auseinandergenommen. Ich hatte erst die Vermutung, als sie an der falschen Stelle war, dass die Nemora hier zugeschüttet haben und es nicht mehr existiert. Oh, es hat aber existiert. Hä? Ah! Da wird denn hier... Ich dachte, ich war schon ganz unten. Ach nee, das war die Höhle mit dem Magier, wo auch in Gothic 3 selber der Feuermagier drin stand. Der, wie hieß der? Keine Ahnung. So, mach mal hier auf. Ja. Die verkriechen sich hier wirklich in die letzten Löcher. Ja. Bei dem wahren Wert, den wir gerade einstecken haben, sollten wir auch unsere Paladin-Rüstung bekommen können. Ja. Das versuchen wir dann auch gleich. Ja. Ich höre hier Wölfe. Ich sehe aber keine. Mit Wölfen lege ich mich jetzt nicht an, habe keinen Bock drauf. Ja. So, haben wir wenigstens noch ein Level abgekriegt? Kriegen wir noch ein Level ab? Schaffen wir das noch? Mal sehen. So, wir sollen ja immer noch die Bestie finden. Die große, böse Bestie, den Endgegner hier. Ja, das ist die Höhle vom Feuermagier hier. Habe ich doch geahnt. Bolzen! Wer steckt denn hier einen Bolzen rein? Ja. Kommt mir das bloß so vor oder wird es draußen dunkel? Nee. So, jo. Ich habe irgendwie Angst, dass die Orks jetzt allgemein böse auf mich sind, weil ich hier oben, naja, ein bisschen gewütet habe. Jo. Aber die haben mich angegriffen. Das ist auch nicht meine Idee. Die haben angefangen mit dem Streit. Ich wollte sie verschonen. Ich wollte mit denen reden. Ich wollte mit denen Kuchen backen und Bier trinken. Oh nein, die greifen mich an. Ja, jetzt du wirst sterben. Ja, das lasse ich mir doch von diesen Feldträgern nicht bieten. Also ganz ehrlich. Muss ich mir alles gefallen lassen? Ich glaube nicht. Ja, da gibt's ins Met. Abgebrochen. Ja, ich breche dich auch gleich ab, du Pfeifenkopf. Ja, du wirst der Held sein und brichst den Dietrich ab. Ja, ich weiß, nett sein kann ich. Nö, ja, geh mal rein hier. Wo man hier Truhe ausgenommen, genau. Noch mehr hier? Was haben wir hier? Schnaps, Schwert, Apfel. Apfelschnaps. Mit Schwert verfeinert. Nee, Apfelschnaps mit Schwert umgerührt. wo geht's hoch? Hier nicht? Hier waren wir gerade. Genau. So. Nemora wäre demzufolge leer. Und jetzt können ja wieder Rebellen einziehen. Aber wir brauchen keine Rebellen mehr. Jo. Gemein. Jo. Jo. Und ich würde sagen, wir nehmen noch das Schwert, das Kruschwarock hier mit und die zwei Schnaps von dem Ork. So, dann haben wir das auch erfolgreich ausgeräumt hier. Alles. Ich hoffe mal, wir haben nichts vergessen. So, dann gehen wir jetzt nach Vanguard und versuchen die Paladiner-Rüstung zu bekommen. So. Wo ist unser Vanguard? Vanguard. Ja, Treles. Endlich haben wir das Scheißding. So. Vanguard haben wir da zwei? Wir haben zwei. Wo haben wir die denn her? Tempel von Vanguard. Ich hätte gleich eins für den Thronsaal. So. Der Witz ist, die stehen jetzt alle in dem Thronsaal rum. Feuermagier, Feuermagier, ihr stinkt's nach gierigen Feuermagiern. So. Ich würde noch mal nach Okara einbiegen wollen. Gucken, was dort jetzt los ist. Aber ansonsten könnten wir eigentlich dann langsam hier auf die Bremse treten und den ganzen ein Ende setzen hier. Was hat die jetzt? Die Paladin-Rüstung, die hatte überall 150. Warte mal. Energie. Schutz vor Energie. Geschoss. Ja, selbst wenn, also, wenn die jetzt wegen zwei Punkten, bei dem mit Energie weniger. Aber es geht ja einfach darum, dass wir sie haben. Ob das jetzt wirklich Sinn macht, wegen die fünf Pünktchen hier ihr Schutz mehr oder weniger. Das ist mir einerlei. Aber wie gesagt,
haben ist wichtig. So, mach mal die Bahn frei. Und wehe, du machst noch mal das Maul auf hier. Wenn ich König bin, ich sag dir, dann richte ich dich als erstes hin. Jo, weil du so frech zu mir warst. So, guck mal hier, hier ist Bad-Brigade hier. Guck mal her. So, sagen die irgendwas zu mir? Guck, ist das auch was ist das hier? Bring mir alles über alte Magie bei. Nee, lass mal, mach mal Platz hier. Die warten hier auf mich. So, gehen wir auch hier. Der hatte den ganzen Scheiß. Aber irgendjemand hatte auch Helme. 38. Irgendjemand hatte auch Helme zu verkaufen. Der hier, 2000 Panzerkettenhelm. Na, warte mal. So, 20.000 Kröten, 38.000 Kröten hast du. 20.000. Mhm. 7.500. Dann kriegst du das Ding hier, den Knüppel. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Das Blöde ist, du kannst dir mehr nicht leisten. Ja, komm her damit. So, da haben wir. Kriegen wir das noch zusammen? Schaffen wir das? Wir wollen die Rüstung hier haben. Achttausend, 12.000. Das wird eng. Wenn wir dann auch noch Dings lernen wollen. Hier. Was wollten wir lernen? Na komm schon. Na hier, altes Wissen. So. Maximale Ausdauer brauchen wir nicht. So. Das Ding. Verkaufen wir ihm das Ding. Den dunklen Beschwörer. Wir verkaufen ihm den dunklen Beschwörer. So. Paladin-Rüstung. Der dunkle Beschwörer wäre für mich als Magier natürlich ideeller. So rein sinngemäß. So, aber das Problem ist, das Ding hat keine Werte. Typisch. So. Haben wir 33.000 übrig. So. Genau. So. Handeln. So. Darf er einen schmucken Kopfschuss brauchen? Kopfschuss, sondern Kopfschutz. Nehmen wir noch den Helm dazu. Komm hier, scheiß drauf. Genau. Der macht wie viel? Naja. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich gut zusammenpasst, aber. Ist mal was anderes. So, unsere Paladin-Rüstung haben wir wirklich noch gekriegt hier. Scheiß auf den dunklen Beschwörer. Die sieht zwar schick aus, ganz ehrlich, aber hat jetzt nicht unbedingt den wirklichen Nutzen. So, gab es hier nicht irgendwo ein Bettchen? Oh. Irgendwann ist das auch vorbei. Nee. So, wie gesagt, 150 haben wir die richtige gekauft. Jo. Wenn wir sie verkaufen wollen, kriegen wir bloß ein Viertel dafür. Aber irgendwo war hier ein Bettchen. Ein großer Palast, aber kein Bettchen drin. Da fragt man sich, wo der König schläft. Ja, ich meine, mit dem von dem Palast hier bin ich ja ohnehin enttäuscht hier, muss ich ganz ehrlich zugeben. So. Hausfrau. Nee, Huberts Frau. Ja, ja, der könnte ich nochmal rechts und links backen solo hier verteilen. Nemora waren wir gerade. Okara. Ich glaube, ihr dürfte leer sein. Ihr dürfte nichts los sein, oder? Wir waren hier mindestens schon zweimal unterwegs. Da können wir zu den Magiern gehen und nochmal altes Wissen hier lernen.
Wo ging es jetzt hier runter? Hier. So, wir lernen aber, wie gesagt, altes Wissen. Mana. Die Traumwerte vom Ende von Gothic 3 selber werden wir nicht erreichen. So, Meister. Oh, ich will immer alte Magie. Bringen wir etwas. Ja, wir haben wie viele Landpunkte? Mhm. 30 haben wir übrig. Gut. Nur weiter so. Genau, machen wir 10 Landpunkte, komm. Ja. Gib einfach her. 251. Ja. So wenig Lernpunkte, was? 5 Lernpunkte. Wir gehen noch mal an den Innerschrein hier. Vielleicht kriegen wir ja noch hier was zum Lernen. Was können wir denn hier noch lernen? Könnten wir den Feuerregen lernen? Das höchste Wissen der Magie. Gewehre. Wort der Herrschaft, was macht das denn? So, das Problem ist, jetzt haben wir alle unsere Landpunkte hier verballert. Na klar. Meteor. Waffensegen. Meteor. Junge, Junge, Junge. Wir bräuchten noch mindestens ein paar Landpunkte hier. Wir sind gleich wieder ein Level up hier. Aber. Ja. 5 Lernpunkte. Hohe Wissen, Feuerregen, 20 Lernpunkte. 20 Lernpunkte kriegen wir nicht zusammen, aber höchste Wissen. Ich würde mir den Meteor mal rauslassen. Das Problem ist, ob wir mit dem Meteor da unten was machen können. Wo wir die Bestie finden. So. Dann würde ich mal sagen, hier in Okara. Sehen wir ja gerade, ist niemand mehr. Dann gehen wir jetzt noch mal nach Trelis. So, sind die Orks jetzt sauer auf mich? Weil ich da oben in Okara Party gemacht habe? Nö. Guck mal hier. Das sind noch meine besten Freunde. Nee, wir wollen hier lang. Es wurde hier neben dem Tempel oben noch was eingekreist. Ich weiß nicht mal, was da noch zu finden war. Irgendwelche Viecher platt machen, um die letzten paar Lernpunkte zu kriegen. So, ich würde mal sagen. Jo. 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 Tja, sind aber keine Moras mehr in den Wäldern. Du bist auf dem Holzweg, mein Freund. So, Paladin-Restaurant. Juhu. Liegt noch ein toter Ork? Hat er noch was für mich? Nö. So, hier wurde ja auch eingekreist. So, warum auch immer. Hier. Hier ist aber niemand mehr. Hier sind nur herrenlose Truhen, die ich noch nicht ausgeräumt habe. Warum auch immer. So. Hä? Greif mich eine Eidex an! Na, warte. Na, los denn du? Komm her, du Sau. Blöde Eidechse. So. Hier unten war ja nichts mehr. Wir gehen mal hier runter. Warum auch immer da jetzt eine Mana säuft, weil ich drauf gedrückt habe, ich weiß. So, Troll. Können wir uns. Nein, bist du irre? Komm, bleib doch mal stehen hier, Mann! Junge! Du sollst den Troll dort unten holen. Ausräumen können wir nicht. Traurig, aber okay. So. Da habe ich gerade noch eine herrenlose Truhe gesehen. So. Mach mal, nimm mal mit hier. Genau. Irgendwo ist hier noch ein Troll. Da oben. Immer noch kein Level up. Wie viel brauchen wir noch? 50! Wollt ihr mich verklapsen?
Da ist noch ein Troll. Wenn wir den holen, sollten wir es haben. Jetzt kannst du Mana saufen. Oh. Hase, komm hier. Genau. So. Wo war jetzt noch ein inneres Schreien? Oh. Machen wir nochmal hier. Wir gehen nach Okara zurück und fertig. Oh. Ja, ich weiß. In Vanguard steht auch ein inneres Schreien. Richtig, aber. Ich will den hier haben. So, was nehmen wir jetzt mit? Wir haben 10 Lernpunkte. Ja, komm hier auf. Wir haben 10 Lernpunkte hier einstecken. Wie viel Mana haben wir? Mana haben wir 470. Ja. Wir nehmen den Meteor. Das klingt auf jeden Fall geil schon mal. Ich weiß nicht, wie viel Mana wir dafür brauchen. Höchste Wissen. Das höchste Wissen will ich haben. Genau. Wir nehmen Waffensegen. Brauche ich nicht. Wort der Herrschaft. Keine Ahnung, was das ist. Wir nehmen den Meteor. Einfach nur, was geil klingt. So. Meteor. Jetzt will ich, dass wir wissen, was ein Meteor macht. So, und für unsere restlichen Lernpunkte, die geben wir jetzt für Mana aus. Gucken wir hier, magische Kraft. Gewehren. Ja, wir hätten auch mal Lebensenergie lernen können, aber egal, haben wir nicht. Ja. Da haben wir jetzt 490 Mana und gut, altes Wissen hatten wir ein bisschen mehr damals im bei Gothic 3, aber egal. So, dann würde ich mal sagen, auf, haben wir gar keinen Teleport dorthin? Scheiße, dann müssen wir doch das hier nehmen. Auf zum Atem. Ja. Okay. Haben wir echt kein Teleport nach Redok? Nö. Fang mich doch, du altes Loch. Wir könnten jetzt noch den Strand hier unten so abgrasen und ein bisschen durch die Wildnis ziehen, aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht warum. Jo, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie wir hier mit der Bestie, mit der Magie fertig werden. Das kann jetzt ganz lustig werden oder ganz traurig, wenn ich hier wieder ausflippe wie ein kleines Kind. No, was hockt denn da unten? Ach komm. Oh. Auf die Bande brauche ich nicht hier. Wo war denn hier diese blöde Treppe runter? Oh. Ja, das speichern wir mal. Weil hier... Wolf? Ich würde ja mal den Meteor einsetzen wollen. Das Blöde ist, die hauen ziemlich stark zu, soweit ich weiß. Wenn die Wölfe hier nicht noch wären. Frisst aber scheiß Mana das Ding. Jo. Noch welche von denen? Hungriger, was? Ja, die sollten uns ja daran hindern, hier für die
Quest mit dem Artefakt hier aus Ardea. Ja, guck mal hier haben wir auch noch mal zwei. Da kriegt man ja auch zwei. Das sind 3000 mal 3, das sind auch schon wieder 9000. Hätten wir die uns vorher geholt, da hätten wir den Dings nicht verkaufen müssen. Den dunklen Beschwörer. Aber egal. Oh. Nichts zu holen. Ja, ja. So, Teleporterstein, hier liegt er doch. Alter. Ich sehe vor lauter Dreck die Teleportersteine nicht mehr. Hatten wir das Ding jetzt schon ausgeräumt? Hm. Das ist unverzeihbare Nachlässigkeit hier. Kann ja wohl nicht angehen. So, jetzt bin ich mal gespannt, diese blöde Bestie. Da unten. Die sitzt nämlich da unten. Ich weiß das nämlich. Ja. Ich würde aber sagen, bevor wir jetzt hier... Da unten ist noch Wölfchen. Guck mal hier. So, jetzt rennt unsere Magie erstmal knallhart. Gegen... So, ich weiß nicht, ob wir erstmal hier ein bisschen Mana hätten lernen sollen. Beziehungsweise ein bisschen ein paar Mana-Tränke, meine ich. Nicht Mana lernen, Mana-Tränke noch bauen sollen. Ja. Der Witz ist, das wird jetzt witzig mit der Bestie. Weil die Bestie, die schickt nämlich diese Viecher hier, die wir gerade umgehauen haben, noch nach. Das Ding kann wieder nicht fair alleine kämpfen. So, aber erstmal müssen wir diese ganzen Mistviecher hier entsorgen. So, das hier hatten wir alles schon praktisch. Ja. Ein, neun. Dazu fehlen mir die Zutaten. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. So. Wolf. Toter Wolf. So. Hier noch einer drin? Nö. Schnapper. Rennt da die Fackel an. Die Fackel ist ja auch so groß. So. Hier noch einer drin? Nö. So. Schnapper. So, jetzt bin ich mal echt gespannt hier. Jo, groß gespeichert, genau. Erstmal Mana saufen. Ja. So, Schnucki, wo bist du? Er ist nämlich hier hinten. Da! Aua! Da! Genau das meinte ich. Genau das meinte ich. Nein, der Falsche! Ich weiß nicht, ob das Ding wie sich wieder aufheilt dort unten. Kommt der Meteor durch? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich das Ding aufheilt.
Drücke mal den falschen Trank. So. Meteor. Wo ist das Ding? Na, nimm doch mal das Scheiß hier raus. Ich sag ja, Magie macht die ganze Sache ungemein einfacher. Der Meteor war tatsächlich die richtige Entscheidung. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, dass es wirklich so einfach ist. So. Und damals habe ich ja hier im Nahkampf, habe ich ja hier Tobsuchtsanfälle gekriegt, wer sich erinnert oder wer da gerne nochmal reinsehen möchte und, zum Vergleich. Also da war das Ding hier wirklich schwierig. So. Speichern wir nochmal ganz groß dick und fett ab. So. Damit hätten wir eigentlich alles komplett geschafft. Wir sind fertig mit Götterdämmerung. Ja, das war der Endgegner. Wirklich. Also, ich kann tatsächlich hier bei Götterdämmerung, weil man ja weiß, wenn man weiß, dass diese Bestie hier kommt, entweder man powert sich hier wirklich im Nahkampf wirklich so extrem hoch, wenn ich Heilung, ich sauf hier komplett den falschen Trank. No. Oh. Habe ich jetzt ein Level Up eigentlich gekriegt? Ja klar, ich habe noch ein Level Up gekriegt. So. Gab es jetzt eigentlich auch aus Schriftrolle hier den Meteor? Ich weiß es gar nicht. Kann ich nur empfehlen, Meteor hiergegen. Das natürlich aber auch gepaart mit der entsprechenden Menge altes Wissen, damit auch der Schaden gemacht wird. Jo, die holen wir uns noch da unten. Weil mein Problem war ja auch damals, dass der diese Mistviecher immer wieder spawnt. Ja. Aber irgendwas rennt hier immer noch rum. Ich glaube auf der anderen Seite von der Höhle, weil die Höhle war ja hier zugeschüttet auf der ja. So. Warum wir den ganzen Plunder hier einsammeln, weiß ich auch nicht, weil wie gesagt, wir sind fertig mit dem ganzen Ding. Komplett. Und was wir jetzt noch machen, ist eigentlich sinnlos. So, ich überlege, was könnten wir hier noch veranstalten? Können wir noch von der anderen Seite hier reingehen? Macht das noch irgendeinen Sinn? Nicht wirklich. Aber hier ist dicht, guck mal an hier. Mann! Jo. Bestie tot. Oh. Ich meine, man kann ja bei Götterdämmerung hier noch nachspielen. Guck mal, 9, 3x9 ist 27. Ja, macht 27. Ne, 2007. Ne, Quatsch. Doch, 27.000 Kröten hier. Guck dir das mal an hier. So, wir gehen jetzt über den Teleporterstein da hoch. Geh nochmal hier in den Hintereingang. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, wir konnten im Nachhinein, wenn man jetzt weiterspielt,
Ich glaube, da konnte man die Orks bekämpfen noch. Wenn man ihr König ist. Machen wir das. Wo war jetzt dieser blöde Hintereingang? So nicht. Was ist denn für Kampf schon wieder? Oh. Nee, ich will da bis zum Hintereingang. Scheiß auf die Truhen. Hier ist der Hintereingang. Ah! Das war so nicht geplant. Nee! Ich glaube, hier unten ist gleich Ende Gelände. Ach du heiliger Scheiß. Dann lauf doch, Mensch! Nee, ja genau. Ja, ihr braucht ja wieder nur. Ja. Ach komm, scheiß drauf. Warum? Sehe ich überhaupt nicht ein. Oh, da würde ich sagen, gehen wir jetzt nach Vanguard und lassen uns hier feiern. Der Witz ist, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, es wird hier Frieden schaffen und Frieden und so weiter, verhandeln und so weiter. Was ist es letztendlich? Wir müssen... Hä? Wir müssen hier so eine Viech platt machen und schon ist das Ding durch. Ja. Das ist dann auch ein bisschen meiner Meinung nach schnell zum Ziel gesprungen hier bei Götterdämmerung. So, man muss aber auch sagen, es ist ja immerhin nur ein Add-on. Oh. Das muss man ja da schon irgendwo berücksichtigen. So. Gute Arbeit, Melton. Naja, Taurus ist uns leider entwischt. Der kommt auch noch dran. Keine Sorge. Myrtana steht jetzt eine bessere Zukunft bevor. Und das ist die Hauptsache. Ja, und das haben wir dir zu verdanken. Aber es gibt noch viel zu tun. Vieles muss ich noch verändern. Und mit dir an der Spitze werden wir es schaffen. Was meinst du damit? Es war dein Traum, Myrtana zu einen. Und du hast dieses Ziel unnachgiebig verfolgt. Also steht es auch dir zu, das Land jetzt zu führen. Als König. Verstehe. Ich will in Myrtana ein neues Zeitalter des Friedens und Fortschritts einläuten. Das Land wurde viel zu lange missbraucht. Es ist Zeit für Veränderungen. Große und dauerhafte Veränderungen. Wirst du unser neuer König werden? Bist du dazu bereit? Ich bin bereit. König Ruba, ich bin dein ergebener Diener. Dein Thron erwartet dich. König? Richtig, aber trotzdem. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. So, zack. Weiß. Was kann denn schon groß passieren? Oh. Wir sind der König! So, Kollege. Guck mal an hier, ich bin der König. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Oh, jetzt hat der König den Kerl aus Versehen ausgeraubt. Lee! Dach! Gute Arbeit. Es ärgert mich, dass Taurus entwischt ist. Wir haben dich enttäuscht, mein Freund. Ja. Taurus wird seine Strafe schon noch kriegen. Du hast Vanguard beschützt. Und das ist, was zählt. Ohne dich hätten wir es nie geschafft. Deine Taten haben all das hier erst möglich gemacht. Ich habe mich als Hüter dieses Landes nicht beweisen können. Ich will, dass du meinen Platz in Vanguard einnimmst und die Zukunft Myrtanas bestimmst. Ich will, dass du unser neuer König wirst. Bist du dazu bereit? Ja, ich bin bereit. König Roba, meine ewige Treue ist dir sicher.
Nimm deinen Platz auf dem Thron ein. Jo. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Können wir den auch aus Versehen noch ausrauben? Unmöglich. Das wär's ja, der sagt jetzt König Robor und so bla bla bla. Dann nehmen wir ihm seine 2 Goldstücke weg und dann haut er uns um, wir von wegen Dieb. Nö. Was? Hattet ihr in letzter Zeit Probleme mit den Orks? Was ist das denn? Nein, sie haben Angst vor uns und lassen uns deshalb in Ruhe. Warum halten sich die Orks von Vengard fern? Als die Orks die Stadt das letzte Mal angegriffen haben, mussten sie eine herbe Niederlage einstecken. Sie werden das nicht nochmal riskieren. Tag. Die Bestie ist Geschichte. Ja. Mann, und ich hab wieder alles verpasst. Und Torus ist auch entwischt. Ach! Ach, kümmere dich nicht weiter um Torus. Du wurdest hier in Vengard gebraucht. Die Hauptstadt musste beschützt werden. Und was Torus angeht, den werden wir uns schon noch vorknöpfen. Du hast recht, wie üblich. Danke. Zeit, unsere Pläne in die Tat umzusetzen. Warte mal. Vorher gibt es noch was anderes. Ich will dir die Treue schwören. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Und deshalb will ich Myrtana dienen mit dir als meinem König. Bist du bereit, mein König zu sein? Ich bin bereit. König Ropa der Dritte. Hiermit gelobe ich dir die Treue. Und jetzt schwing dein Hintern auf den Thron. Die Zeremonie wird vollendet, wenn der zukünftige König auf seinem Thron. Ja, jetzt will ich aber tatsächlich, bevor wir hier, wen haben wir hier noch? Kanan kenne ich überhaupt nicht. Wir müssen aber eine Sache will ich jetzt noch nachsehen. Wir verdünnisieren uns noch mal kurz aus dem Thronsaal. Wir gehen noch mal kurz nach. Ich will wissen, ob die Orks sauer auf mich sind. Oder ob das erst nach dem Ending war. Wir laden aber gleich neu. Tag. Die sind noch ganz gut auf mich zu sprechen. Gut, dann werden wir unseren Hintern jetzt auf den Thron schwingen und hier dem ganzen Ding hier ein Ende machen. So. Na dann. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Bring mir was über alte Magie bei. So, wir beenden das Spiel mit Stufe 44. 12 Lernpunkten immer noch. Jo. Da haben wir ein mächtiges Problem. Ich weiß nicht, ob. Gut. Na dann. So. Mein Fazit über die Götterdämmerung, das habe ich ja während des Spiels eigentlich schon kundgetan. Also, ich würde sagen, nicht mehr lange drum rumreden. Komm, setz dich drauf hier. Mir das ganz und gar nicht. Was kann denn schon groß passieren? Level up. Ich habe für dieses Land gekämpft und Blut vergossen. Ich habe zahllose Hürden überwunden, um ein neues Myrtana zu schaffen. Nun will ich ihm für immer dienen. Und ich werde es für alle Zeiten beschützen. Ein neues Zeitalter bricht an. Hiermit beanspruche ich die Herrschaft über Myrtana. Ich ernenne mich zum Gebieter des neuen vereinten Myrtana. Ich bin König Robar der Dritte, einzig rechtmäßiger Herrscher über ganz Myrtana. Thank you.
Richtig, aber trotzdem sieht das nicht zu, Alter. So. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar. Dann würde ich sagen. Ich glaube, ich. Ich habe für dieses Land gekämpft und Blut vergossen. Okay. Gut. Ich wollte das ganze Ding ja episch machen. Aber da bringt mir jetzt immer wieder das Ending. Okay. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wisst ihr was? Tja, was kann denn schon groß passieren? Wir machen nochmal Speierplatz. Es dürfte nicht sauer auf mich sein, oder? Nö. Gut. Lassen wir sie in Ruhe. Ja. Dann machen wir episch im Thronsaal. Feierabend. Götterdämmerung. Wie gesagt, habe ich ja gestern mit beim Enno schon gesagt. Für euch vorgestern. Ich finde Götterdämmerung richtig klasse. Ich finde es super, dass wir hier diesen Weg als König dann auch gehen. Und morgen machen wir dann mit Arcania weiter. Genau. Oh, dann verabschieden wir uns jetzt von unserem namenlosen Helden. Wir hatten gerade gespeichert, oder? Ich speichere jetzt 20.000 Mal das Ding ab. Ja. Dann machen wir das eben jetzt episch. Dann machen wir das halt so. Pass auf. Und es kommt noch schlimmer. Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Ich denke drüber nach. Was kann denn schon groß passieren? Oh. Dann. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Ja, klar. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns bei Arcania wieder. Und wenn es euch gefallen hat, ein Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Und damit ciao. Das hat uns gerade noch gefehlt. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht.